Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen. Willkommen zurück, Sascha. Genau. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Forza Horizon 4. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch im Sommer, auch wenn es ja gerade ein bisschen nass aussieht, aber ich glaube, es liegt da. Ja, ist ja noch Sommer? Aber was stimmt da hier mit den Texturen? Ah, das ist der Schatten. Ah, alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Ich weiß noch gar nicht so ganz richtig, was wir heute machen wollen. Erstmal habe ich 3 Nachrichten bekommen. Ich habe Geschenke, okay. Ich habe super, wie es 2 Stück habe ich geschenkt bekommen. Ich nehme mal gerne an. Ja, Donnerstag geht erst die neue Saison los. Ich bin... Oh, den Lambo hätte ich gerne gehabt, aber ist egal. Was haben wir jetzt? Den Maserati. Ich glaube, das ist sogar ein schweineteures Auto. Irgendwas haben wir noch geschenkt bekommen. Ach ne, das ist Geschäftsauszahlung, alles klar. Was machen wir denn? Genau, ich wollte so ein... Wo sind sie? Ein Schaurin wollte ich heute mal machen. Da sind ja noch einige offen. Ja gut, dann machen wir mal gleich das hier. Ich habe noch eine Level Up, Autosammler, okay. Wegen dem einem Auto so viele Punkte gerade bekommen. Muss echt ein gutes Auto sein. Und eine Cargo-Rosa. Die hat mir noch gefehlt. Da müssen wir hingehen. UNSC Trainingsprotokoll 165FD wird initialisiert. Okay. Der Master Chief. Cool. Oh Gott, ich muss unbedingt nochmal Halo spielen. Okay. Wegen der fortschreitenden Bedrohung durch eine zunehmend fokussierte Allianz wird das gesamte UNSC-Personal im Fronteinsatz aufgefordert, am folgenden Training teilzunehmen. Nach Abschluss der Übungseinheit ist es erforderlich, die Ergebnisse dem Flottenkommando des UNSC zur Evaluierung zu übermitteln. Okay. Das ist ja lustig gemacht. Alter, das ist sogar der Halo-Ring. Kilo Alpha an Cortana. Kannst du mich hören? Hab gehört, ihr braucht ein Taxi. Cortana an Kilo Alpha. Perfektes Timing. Wir sind hier fertig und bereit zum Loslegen. Wow! Abholung abgebrochen. Tut mir leid, Cortana. Ich muss das Ungeziefer abschütteln. Bestätigt, Kilo Alpha. Ich scanne nach einer neuen LZ. Chief, geben Sie Gas. Bringen Sie uns hier raus. Cortana, was ist das für ein Ort? Ich weiß nicht. Sieht mir nach einer Art Befestigung aus, aber sie wurde seit Jahrhunderten nicht genutzt. Ist das ein Spartan? Wir schaffen es also doch noch nach Hause. Okay, ich habe keine Ahnung. Gefunden. Die Zeit drängt. Dieser Ring wird in 3 Minuten atomisiert und wir wollen nicht hier sein, wenn das passiert. Marines, ich habe die Koordinaten ins Navi übertragen. Wir werden in 3 Minuten rausgeholt. Hey, Kopf runter! Hier drin sind jetzt 2 von uns. Verstanden, Cortana! Hurra! Schauen Sie sich diese uralten Behausungen an. Sie sehen fast bewohnt aus. Einfach geradeaus hier. Im Gelände haben wir bessere Chancen, den Banshees aufzuweichen. Hallo! Ich muss unbedingt mal Halo spielen wieder. Eigentlich so ein geiles Spiel. Vielleicht, wenn ich wieder ein bisschen Zeit habe, werde ich wahrscheinlich mal die ganzen Halo-Spiele vom ersten anspielen. Hier gibt es ja so eine Ultimate, so eine Remastered Collection, glaube ich. Alarm! Banshees fliegen schnell und tief an. Banshee! Rescue Chief! Ich weiß auch nicht, gegen wen ich hier fahre. Muss ich sie denn, weil ich habe... Ich schicke Ihnen die Koordinaten für eine LZ zur sofortigen Evakuierung. Wiederhole, alle Luftunterstützungseinheiten zur LZ. Gegen die Zeit oder gegen das Schiff oder gegen... zur SS. Du und die Marines trefft besser bald dort ein. Cortana, ich kann euch dort entlang nicht folgen. Da haben sie sich aber Mühe gegeben, ey. Die Formulierung ist eher beunruhigend. Wir sind so auf der anderen Seite. Diese Höhle ist nicht natürlichen Ursprungs. Ach nee. Das gefällt mir nicht. Kein Kontakt mehr. Kilo Alpha, hört mich jemand? Kilo Alpha? Wow! Okay. Cool. Klar und deutlich, Cortana. Schön, Sie wiederzusehen, Pilot. Ich möchte nicht ohne Sie bei der LZ ankommen. Warum nehmt ihr uns nicht einfach hier auf? Ah, es gibt auch so viele Spiele, die ich spielen muss. Die ganze Mass Effect-Reihe. Genau vor uns. Nur noch 30 Sekunden, bis die Superstruktur des Rings kollabiert. Alter. Treib mal nicht. Sekunden, Chief. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir schaffen es nicht. Nein, warte mal. Geht's denn jetzt nach Zeit oder? Ich blicke hier gerade nicht so ganz durch. Ich bin nur von dem Ganzen gerade fasziniert. Ein sehr guter Zeitpunkt zum Verschwinden. Trainingsmodul des Horizon Festivals abgeschlossen. Upload der Ergebnisse zum Flottenkommando des UNSC erfolgt. Ah, okay. Ich glaube, das muss man so mit Team spielen, mit ein paar Leuten. Besser als jede Hüpfburg. Reiche Stufe 10 in der Querfeld-1-Serie. Das seht ihr natürlich. Doch, das seht ihr gerade, weil ich Bildschirm auf einmal mache. Ich brauche keine Straße. Moment, das muss man ganz kurz. Das eine Geräusch gerade im Spiel war wie meine Klingel und ich erwarte ein Paket heute. Deswegen dachte ich gerade, der Postbote hätte gerade geklingelt. Okay, ja, interessant. Alle. Gibt es denn noch irgendwas in der Nähe, was man machen könnte? Oh, hier, der Blitzer. Den haben wir noch nicht. Warte mal. Weißen Live. Das heißt Forza Don. Verdiene mit. Okay. Spießrundenlauf und tschüss. Ah ne, das ist schon raus mit den Sommerdingern. Was haben wir denn? Saisonveranstaltung. Die haben wir abgeschlossen, die haben wir auch alle abgeschlossen, die haben wir alle. Da oben ist was Neues. Dann machen wir das mal da oben. Oh, warte mal, was war denn da noch? Route erstellen, achso. Eigene Veranstaltung, Weißen präsentiert. Ach komm, wir fahren mal mit dem TT, der macht gerade ein bisschen Spaß. Nur ein bisschen. Edinburgh, Stadtzentrum Sprints. Mr. Easy Racer, Firestrike. Oh, der ist schon legendär. Herausforderung abgeschlossen. Wahrscheinlich auch im Windschatten fahren. Ui. Manchmal bricht das Auto einfach so aus. Das ist sehr strange. Hey, super Drink. Krieg dich. Ich trink dich aus. Ah, das mit dem Warthog eben hat Spaß gemacht. Aber ich muss aber den Halo, wie gesagt, spielen. Aber ich glaube, so viele Spiele, wie gesagt, Mass Effect, Gears of War. Das sind alles so Reihen, die ich unbedingt noch, die Assassin's Creed-Reihe möchte ich gerne fertig spielen. Das sind alles so Reihen, die ich unbedingt gerne nochmal weitermachen möchte. Gerade so Mass Effect. Ach scheiße, das war Mist. Weil ja Gears of War nicht wirklich eine Geschichte hat. Es kommt ja nächstes Jahr wahrscheinlich, ich bin mir gar nicht 100% sicher, aber ich glaube, es kommt ein neues Gears und ein neues Halo. Also 2019. Könnte man ja überlegen, im Vorfeld dann die anderen Teile noch zu spielen. Was leider nicht immer so klappt, wie ich es mir vorstelle. Batman will ich auch noch fertig spielen jetzt, ne? Ach, Mann. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal wieder aufs Rennen. Geht gut ab, der kleine Titel. Ist ein bisschen zu gut. Ich habe immer die Hoffnung, dass ich es trotzdem noch immer um die Kurve schaffe, aber wie ihr seht, schaffe ich es nicht. Yay! So, Einflussbelohnung, erster Platz. Ja, da oben waren aber noch ein paar Rennen, die ich gerne abarbeiten möchte. Guck mal, da ist auch noch eins. Da ist doch noch eins. Geiler Spawn, wollte ich mal sagen. So, direkt an der Ampel. Mega gut. Ein anderes Auto mal nehmen können. Na egal, wir machen die Folge jetzt noch mit dem TT fertig. Nächste Folge nehmen wir dann ein anderes Auto. Nochmal ein bisschen querfeld ein. Dann machen wir wieder einen. Also nächste Folge gibt es dann. Mal schauen. Also ich weiß noch nicht, ob ich abwechselnd bringe mit den Saisonveranstaltungen. Mittlerweile, wenn ihr das jetzt seht, ist ja eine neue Saison losgegangen. Ist ja die Herbstsaison. Ich nehme das hier ein bisschen im Vorfeld auf. Ich werde es aber auch nur 2, 3 Folgen aufnehmen. Ist ja easy. Nimm dich. Ich würde gerne wissen, wer dieser Rodriguez-Typ da vorne ist. So random ist. Aber der fährt ja. Ich sehe den ja jedes Rennen bei mir. Ich wusste gar nicht, dass ich so einen in der Freundesliste habe. Hey! Das war nicht nett. Das war überhaupt nicht nett. So, letzte Runde. Und schon wieder verbremst. Hey, yes. Klebt einer direkt in der Stoßstange. So. Haben wir noch ein Rennen? Ja, Alter, oben war noch ein Rennen offen. Machen wir nochmal noch mit. Ah, Levelaufstieg. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die nur als Platzhalter dann nehme oder abwechselnd mit den Saisonveranstaltungen nehme. Ich nehme wahrscheinlich abwechselnd mit den Saisonveranstaltungen. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich den Winter, weiß ich nicht, nicht aufnehmen können. Ich weiß nicht, ob ich das Wochenende zu Hause bin. Wie gesagt, jetzt dieses Donnerstag, wir haben jetzt Montag, Donnerstag geht der Herbst los. Und dann die Woche drauf bin ich eine Woche auf Fortbildung. Ich weiß nicht, ob ich das Wochenende nach Hause kann. Wenn ja, nehme ich natürlich auf. So, letztes Rennen. Behalten wir das Auto? Ja, wir behalten das Auto mal. Don't. Greendale, Super Sprint. Ha, dieser bist du nicht auf dem ersten Platz, ne? Loser. Kann ich auch. Ich will nämlich nachher noch auch noch wieder noch ein bisschen The Crew. Ich weiß auch schon wieder vor mir, ein bisschen The Crew aufnehmen. Das macht mir nämlich tatsächlich ein bisschen Spaß. Also ich habe jetzt bis jetzt nur die ersten Folgen aufgenommen, die ersten 4, 5. Nur, dass ich einmal die Einführungsveranstaltung von jedem Rennen gemacht habe. Oh, was ist denn hier gerade kaputt? Das ist kaputt. Ich bin kaputt. Da müssen wir uns mal ein bisschen konzentrieren hier. Und tschüss, noch eine Herausforderung abgeschlossen. Ja, es gibt gute Punkte. Das war elegant. Das weniger. Das war gerade elegant. Ich war gerade selbst überrascht von mir, deswegen war ich gerade so, was? Ja, wer später bremst, ist als erstes in der Kurve. Oh, warte mal, meine Nase juckt gerade. So, besser. Super, das war's dann für heute. Ich werde jetzt noch, wie gesagt, die anderen Schaurennen aufnehmen. Die werden aber, ich weiß aber, die werden nicht hintereinander kommen. Die werde ich wahrscheinlich abwechselnd mit den Events machen. Und dann immer nach dem Schaurennen immer noch ein, zwei Rennen von jeder Klasse. Na Lieben, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen bei The Crew und dann übermorgen bei Forza wieder. Bis dann, ciao!